So, Freunde, was ich hier sehe, ist ein altes, verlassenes Haus. Freut euch auf das Video. Hier so ein paar alte Fässer, Blumenkästen. Haben wir Gläser in der Kiste. Hier sind auch noch alte Zettel. Autoreifen stehen hier hinten auch noch. Wir machen jetzt einmal für die Asthma und dann schauen wir mal. Haben wir hier so ein Fach, ich würde schätzen, war so ein Verbandskasten drin. Hier so einen alten Bollerwagen. Stacheldraht. Schaufel. Oh, hier haben wir eine Teekanne, eine alte und eine Tasse. Trinkflasche, aber die schaut mir recht neu aus. Hier haben wir Verbandszeug. Hier haben wir einen alten Gartenwasserhahn. Dann hier noch eine alte Tonne. Schon durchgerostet. Gucken wir mal hinter das Ding, ob wir irgendwas Interessantes sehen. Oh nein, nicht wirklich. Ah, hier haben wir einen Wasseranschluss, eine Steckdose. Aha. Keine Ahnung, geht nicht auf. Glaube ich, ist Stromanschluss. Schauen wir mal in den Hintergarten rein. Aber wieder. Boah, hier sind viele Fliegen. Und dort haben wir alte Kanister von der Esso. Schaut geil aus. Das ist ein Kellerfenster. Fensterrahmen, Blumenkästen, Gläser, alles drum und dran. Uiuiui. Ui. So, dann habe ich hier so eine Plattform. Was das war. Ich weiß nicht, aber da gehen scheinbar tief runter, weil da ein Stock drin steckt. Wahrscheinlich irgendein Teil oder so gewesen. So, dann haben wir hier zwei Häuserabteile. Das erste und das zweite. Wir gehen jetzt erstmal da rein, weil da ist gleich eine Tür in dem Hintereingang. Schauen wir direkt rein. Aber erstmal hinter das Haus, ob da noch was Interessantes ist. Haben wir mal hier Fässer. Durchgerostet, ein alter Schlitten. Oh ja, und da kann man schon das Fenster sehen. Aber das schauen wir uns jetzt von drin an. Wir gehen da jetzt ziemlich rein. So, kurz Taschenlampe. Ich muss kurz die Tasche wieder zumachen. So, jetzt hier ist noch die volle Einrichtung. Hier mit den
Manteln, wie gesagt, hier sind viele Tiere. Ein alter Rasenmäher. Sicher nochmal hier. Alter Rasenmäher. Gaskartuschen. Das ist alles noch. Da. Löffel. Landkarten. Also die Decke ist extrem niedrig. Hier haben wir einen Mülleimer, also zumindest wurde es als Mülleimer benutzt. Schaut mir aber nach neuem Müll aus. Ein alter Sonnenschirm. Gummistiefel sind hier auch noch. Da haben wir Linsen, Topfen noch und irgend so ein Lackiertopf. Haben wir hier noch die Stromleitungen. Wasseranschluss und hier der Lichtschalter, aber hier ist keine Lampe mehr, doch da, aber ich weiß nicht, ob die noch funktioniert. Okay. Nee, funktioniert nicht mehr. Also, gehen wir mal wieder raus. Hier sieht man die Fenster, Dachrinne sind zugemacht oben. Also wie man hochkommt, das weiß ich noch nicht, das müssen wir noch schauen. Wahrscheinlich probierst du jetzt da erst hochzukommen. Da hier ist die Treppe. Können wir hier hoch? Guck mal, hier liegt noch so ein. Von Automotorsport, ein Autolexikon. Ist alles schon angefressen von den Tieren. Oh. Und das war dann das Schlafraum. Alles komplett durchgewühlt. Hier ist noch eine Broschüre mit Opel Rekord, Karawan und Kapitän. Da haben wir dann die Spule für die Ding. Ein Wasserhahn hier. War wahrscheinlich da ein Waschbecken. Vielleicht. Steckdose. Ah, das ist leer. Gehen wir mal weiter. In das zweite Haus. Liegen die Autoreifen wieder rum. Ein alter Stuhl. Gehen wir mal rein. Ui, also das ist ganz schön. Das war dann wahrscheinlich das Haupthaus. Hier so ein Mantel. Ein alter Kanister. Da geht dann die Treppe rauf. Die Tür, da war so eine Scheibe wahrscheinlich drin, die wurde rausgeschlagen. Also was ich jetzt hier so grob sehe, da geht es noch nach oben, da sind Nebenräume und es gibt noch einen Keller. Also da ist auch noch ein Nebenraum. Thank you.
Schauen wir uns das mal da durch. Da war dann das Bad. Die Badewanne. Heizer, Lampe. Hinter der Tür hat dann wahrscheinlich die Toilette. Ah, hier eine Waschmaschine. Eine alte. Marke kann ich nicht. Von Siemens. Ein Boiler. Das Waschbecken zerstört. Da würde ich sagen, stand dann die Toilette. Klopapier, Alter. Medizinschrank. Spiegel. Und hier dann nochmal eine Lampe. Jörg, man muss echt aufpassen, wenn man hier hintritt. So. Hier liegt sogar noch altes, eingemachtes. Händelmeier-Senf, wer kennt ihn nicht? Da war der Medizinschrank dann, da ist sogar noch was drin, ne? Tabletten. Sieht man hier auch, das war noch Holz, Boden. Ein alter Topf noch, gehen wir mal weiter. Hier haben wir einen alten. Jetzt muss ich schauen. Die Marke kenne ich jetzt nicht, die sagt mir jetzt nichts. Vielleicht kennt ihr sie. Dann geht es in den Keller runter. Schauen wir auch nochmal. Aber die machen wir zum Schluss. Da ist dann auch nochmal ein Schlafzimmer. Hier war die Wohnstube. Hier liegen zerstörte Teller, Schlüssel, nochmal Töpfe, eine Reibe, ein alter Sessel, fehlt aber schon der Sitz. Haben wir hier einen Schrank. Das würde ich sagen, war ein alter Radio oder so eine Mini-Heizung war es, glaube ich. Eine Gabel mit scheinbar integriertem Messer. Na, ne, glaube ich eher weniger. Das wird nicht so viel Sinn machen. Ein alter Toaster. Das ist das Waschbecken. Der Ofen ist sogar schon hier elektrisch. Kabel drum und dran. Steht was drauf. Schaut's mal, 1.12.1997 ist das hier abgelaufen. Das steht hier noch rum. Also schon 27 Jahre abgelaufen. Hier haben wir nochmal so eine Gaskartusche mit Blechen daneben. Kabel. Ist hier so ein Loch. Gehen wir mal weiter. Ach, guck mal hier. Das waren scheinbar Leute, die Autos gemocht haben. Hier nochmal so eine alte Autobild-Zeitung. Hier Fiesta 1.3S. Ein Porsche 924, Citroën CX. Und. Muss man echt schauen, was man hier findet. Denn hier haben wir einen Sessel mit Federn. Hier sind Kohlestücke. Keine Ahnung, warum die hier liegen. Hier ist so ein Zettel. Eine angemalte Puppe. Sonnenbrille. Uhu, alles Kleber. Ein Bild. Wolle. Hier haben wir noch einen alten Light Brown Pur Cane Zucker.
Lauter Zettel. Ich kann jetzt nicht alle zeigen. Vor allem, weil die Namen, Straßen und. Wir müssen eh schauen, was wir dann zensieren. Hier von Nikon Werbung. Das ist nochmal. Fenster. Da, Debica 1986 bis 1986 halt. Das ist krass. Guck mal, da kann man in den Raum rüber schauen. Was das hier ist, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ah, das war so eine Aufbewahrung für die Kohle, deswegen liegt die auch da rum. Macht Sinn, hier haben wir noch einen Teppich. Ein alter Besen. So Architekturen. Hier haben wir das Schlafzimmer. Ein Doppelbett. Da oben war die Lampe, die hängt nicht mehr, nur noch die Kabel sind da. Hinter der Tür haben wir Bademantel, Jacken, alles drum und dran. Hier, Kleiderschrank. Noch mit Kleidung, Kleiderbügel. Hier würde ich sagen, es war entweder für Schmuck oder Nähzeug. I don't know. Spiegel. Ehemaliger Spiegel. Liegt überall Wäsche rum. Sitz durchgebrochen. So. Dann hier noch ein Buch. Ein Tisch mit Rollen. Hier liegt dann nochmal. Ach guck mal, hier oben liegen dann noch Kerzen, Gläser. Was genau, das sehe ich auch erst auf den Aufnahmen. Ich kann nicht so weit drauf schauen. Also so, wir gehen jetzt runter in den Keller. So, im Kohlekeller liegt überall Holzkohle rum. Musst aufpassen. Ist drin kalt. Das ist alles Kohle. Weiter geht es noch weiter in den Nebenraum. Hier nochmal Kale. Hier haben wir dann nochmal so eine Schreinerei. So eine kleine. Kohle, Kupferkabel. Petroleum, feuergefährlich, ein Liter, ist ein Schrank, ist auch leer. Hier haben wir einen Stromkasten, das war dann wohl Stromkasten fürs ganze Haus. Aber auch hier richtig niedrig die Decke mit. Hinten ist auch noch ein Kasten. Was das ist, keine Ahnung. Hier haben wir so mathematische Formeln mit Bruchrechnung. Alles drum und dran. Lauter Gläser. Also es könnte auch Vorratskeller gewesen sein. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das ein Vorratskeller war. Hier so ein Buch. Was das ist, warte. Jörg. Ah, okay, das müssen wir dann. Weiß nicht, ob ich das drin lassen kann. Eine Schaufel. Mal schauen, nicht, dass es euch zu sehr blendet. Hier war so ein Leuchtstäbchen. Aber das würde ich sagen, ist neu. Waren mehrere Leute, die besucht haben. Hier Wasserrohre oder Gas.
Was auch immer. Wow, da liegt ganz schön viel auf und rum von den Büchern. So, dann gehen wir mal wieder rauf. Vielleicht gehen wir komplett rauf. Was ist da? Ja gut. Da hat wohl jemand Klimaanlage. Oder Heizung. Kisten, Koffer, alles drum dran. Da Militär. Aktentasche. Ah, so. Hier ein altes Kartenspiel. Boah, Gott, Scheiße, Mann. Also wenn ich wissen will, was ich bin. Ich will nicht wissen, was hier abging. Random. Aua. Alter Fenster. Ja. Hier haben wir eine alte Nähmaschine. Das ist noch so eine Trittnähmaschine. Ach, guck mal, das ist die Anleitung für den Rasenmäher, den wir vorhin gesehen haben. In dem ersten Haus. Hier haben wir Stromkasten, Sicherung noch komplett eingerichtet. Hier geht es noch weiter rauf, auf dem Dachboden dann. Bienenhonigreiniger. Aha. Ja, mal jetzt. Extrem viele Notenblätter. Ey, ich habe was Cooles gefunden. Ja. Altes Yamaha-Chip. Guck mal da, hier wieder von den... Von Autos an sich ganz viel. Ein Strom, Nivea-Creme, ein Christbaumständer, so ein ganz alter. Hier ist noch ein Bett. Hinter dem Schrank, hinter der Wand. Also hier sind nochmal so Elektronik-Sachen. Comics oder so. Lampe. Keine Ahnung, was das ist. Also extrem viele von diesen Perry Rodden Comics liegen hier rum. Auf jeden Fall. Ist was Interessantes drin? Hier ein Infrarotstrahlerkarton. Was suchst du? Dominik, was suchst du? Ja, dann musst du ins andere Haus. Da liegen richtig viele Dias rum. Wenn du mit der Taschenlampe durchleuchtest, dann kannst du alles erkennen. Guck mal, das würde ich sagen, war so eine Kuchenform da hinten. Terra Extra. Insektenspray, können Sie sehen? Gehen wir da rein. Auch wieder für diese Rohre. So, da kann ich nicht reinfilmen. Hier eine Tüte von Thomarkt, eine Jacke. Töne. Schachpartiebuch liegt da. Noch ein altes Buch. Extrem. Viel wurde scheinbar damals gelesen. Notenbuch. Noch mal sowas. Hier steht überall in der Wohnung rum. Ich würde sagen, es sind solche Mini-Heizungen. Was genau, kann ich aber euch nicht sagen. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Also Kinderbücher sind da scheinbar auch teilweise dabei.
Bachmesse in H-Moll. Gehen wir hier mal rein. So, haben wir hier noch mein Bett. Bettwäsche. Hier liegen wieder überall diese Comics rum. Uiuiui. Das lassen wir mal. Das war das Zimmer. Hier ist könnte, also hier ist noch mein Schrank, da auch nochmal. Dann gehen wir jetzt komplett hoch. Ui, die Treppe ist ganz schön instabil, muss ich echt aufpassen. Also ich kann mal so reinleuchten, dann gehe ich noch, aber mehr nicht. Müsst ihr euch so anschauen, ich selbst kann da jetzt nicht wirklich was sehen, weil ich nicht die komplette Treppe rauf kann. Aber da sehe ich schon mal solche Skidinger. Also, alle. So, hier oben Lampe. Gehen wir mal wieder runter von der Treppe. Fenster. Gehen wir wieder runter in den Erdgeschoss. Hier haben wir so einen Kalender noch. Januar 18. war ein Freitag. 1952 steht da in der Ecke. So, ich gehe jetzt nochmal hinters Haus in der Hoffnung, dass ich da irgendwas Interessantes noch finde. Hier, also Regenrinne. Mal schauen. Ich gehe nochmal in das andere Haus, in den ersten Stock. Da hinten ist noch eine Scheune. Da schauen wir uns jetzt mal an. Habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Also das Gelände hier ist für ein Haus, ist das riesig. Also. Wir haben eine Scheune. Boah, ist das staubig. Warte, ich muss noch mal kurz Taschenlampe rausholen. Hatte vorhin eine andere genutzt, weil die recht heiß wurde. So. Aber jetzt können wir die wieder nehmen. Da oben haben wir Zaun, ganz viel. Ein Besen. Ein Benzinkanister, einen alten. Ein Sofa. Hier ein Grillanzünder, aber der schaut mir schon recht neu aus. Wobei. Ja, da ist sogar noch was drin. Aha. Das sind Deutschlandbecher. Also hier feiern manche scheinbar auch Partys. Topf. So einen alten Heizofen. War die Scheune. Interessant. Ach guck mal, hier ist auch noch so ein Abteil. So, dann ist das Lager wahrscheinlich für Brennholz und so.
So, wir gehen jetzt nochmal um in den ersten Stock rein. Also hier, wie gesagt, ein Autolexikon über Porsche, Kolben. Also hier steht einiges drin. ADAC. Das ist ein ADAC-Kalender. Hier so in der alten deutschen Schrift. Was? Klavier. Ja. Geht nicht mehr. Das ist leider kaputt. Börsenzeitung liegt da hinten noch. Ja, mehr ist jetzt dann auch nicht mehr zu sehen. Das haben wir alles gezeigt. Also da hinten noch der Wasserfahren. Aber den habe ich, glaube ich, auch schon gezeigt. Ja, das war's. So, wir gehen jetzt zurück von dem Lost Place, zurück zum Auto. Im Großen und Ganzen war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, nicht, dass ihr noch irgendwelche Videos verpasst. Ist auf jeden Fall noch einiges geplant. Bis dann, tschüss.